Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Es ist ein bisschen komisch, das zu sagen, weil ich das schon zum, ich weiß nicht, dritten oder vierten Mal sage. Ich mache gerade nämlich so einen kleinen Rezensionsdreh-Marathon. Ich drehe jetzt gerade die dritte Rezension ab, weil ich habe so lange keine Rezension mehr hochgeladen. Ich habe die Bücher einfach wieder in meinem Bücherregal getan und das finde ich irgendwie schade, weil ich die Bücher gerne rezensieren möchte, die ich lese. Und heute geht es um ein Buch, das ich zusammen mit Sabrina von Sabrina Morgenthaus im Bücherkanal gelesen habe. Und zwar geht es um Die Flammende von Kristin Cashore. Das ist der zweite Teil von dieser Sieben Königreiche-Trilogie. Und auf diesem Band war ich wirklich sehr gespannt, weil mir der erste ja super gut gefallen hat. Ich werde euch zu dem ersten Band die Rezension auch nochmal unten in die Infobox verlinken. Auch die Rezension von Sabrina dazu werde ich euch natürlich verlinken und zu diesem Buch auch. Ich verlinke euch einfach alles, wenn euch das interessiert. Schaut in der Infobox nach. Und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, weil nach dem ersten Band habe ich mich so auf diesen Band gefreut. Ich habe ihn sofort gekauft. Es hat zwar dann länger gedauert, bis ich ihn gelesen habe, weil ich und Sabrina haben den ersten Band schon zusammengelesen und wir wollten den zweiten auch gerne zusammenlesen. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Bedenken, ob mir dieser Teil gefallen wird, weil ich hatte irgendwie so, der erste hat mir gefallen und dann hatte ich irgendwie Angst, dass der zweite mir nicht mehr ganz so gut gefallen würde. Aber ich muss sagen, ich bin so überrascht, weil mir der zweite Band sogar noch besser gefallen hat. Aua, das hat wehgetan. Der zweite Band hat mir noch besser gefallen als der erste. Ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Also ich finde einfach, Kristin Cashore kann schreiben, weil es sind wirklich so High-Fantasy-Bücher schon, würde ich sagen. Weil die in einer total anderen Welt spielen und dann sehr lange Zeit zurück. Also was heißt, noch, es gab keine Handys, es wurde noch mit Pferden geritten und wenn man irgendwo hin wollte, von einer Stadt in die andere, da musste man erstmal Tage reisen und diese Reisen werden auch immer sehr schön beschrieben und es gab Kriege zwischen den Königreichen, beziehungsweise gibt in diesen Büchern Kriege zwischen den Königreichen und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. In diesem Buch geht es um Fire, also dieses Buch spielt vor dem ersten Band, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ja. Dieses Buch spielt vor dem ersten Band. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Fire und jeder, der Fire einmal gesehen hat, wird sie nicht mehr vergessen, denn sie ist ein Mädchen mit leuchtend rotem Haar. Warum? Das müsst ihr natürlich selbst mal rausfinden. Also ich würde euch das gerade sehr gerne verraten, weil die Idee so cool ist und aber ich mach's nicht. Und ja, Fire hat außerdem eine Fähigkeit, nämlich sie kann in die Gedanken von Menschen eindringen, also sie kann die Gedanken von Menschen verändern und manipulieren und so auch das Verhalten dieser Menschen, was ich schon sehr, sehr krass finde. Und ja, dann passiert wieder so einiges. Was habe ich denn? Ich halte das Buch jetzt in dieser Hand, damit ich mich nicht mehr verletze. Und dann trifft sie auf Prinz Brigan, der wegen bestimmten Ereignissen, sag ich jetzt mal, in ihr Leben tritt. Und er kann sie am Anfang gar nicht leiden, weil er auch Vorurteile gegen sie hat. Weil, ja, ihre Vorgeschichte, vor allem die Vorgeschichte ihrer Familie ist nicht gerade die idealste. Aber nach und nach verstrickt sich da natürlich irgendwas. Also es verstricken sich ganz viele Sachen. Es wird wieder nach etwas gesucht, schon wie es im ersten Teil war. Da wurde ja, glaube ich, nach irgendeinem Täter gesucht. Und auch hier wird nach jemandem gesucht. Und das finde ich immer sehr cool, weil es sehr spannend ist. Man fiebert mit. Und jetzt sag ich jetzt mal, die Liebesgeschichte steht nicht immer im Vordergrund, sie steht eher im Hintergrund, dass man sich manchmal dann fragt, entwickelt sich da wirklich noch was? Ich persönlich stehe total auf Liebesgeschichten und deswegen bin ich auch verwundert, dass mir sowas so gefällt, wenn die Liebesgeschichte halt nicht so im Vordergrund steht. Aber ich muss sagen, es gefällt mir sehr, sehr gut, weil der Rest einfach total gut ist und ja. Auch die Charaktere, die Kristin Cashore in diesem Buch wieder geschaffen hat, sind so sensationell. Ich muss auch sagen, im Gegensatz zum ersten Band bin ich in diesem Band viel, viel besser reingekommen. Ich habe den Prolog gelesen und war sofort drin. Der Prolog war einfach schon so, wo man sich gedacht hat, oh Gott, wie cool, das Buch kann nur cool werden, weil er einen total schon gefasst hat und dann, ja, und dann wird man halt so richtig reingeworfen, was ich total cool fand. Also ich bin hier wirklich viel besser reingekommen als in den ersten. Ich fand auch allgemein dieses Buch irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. Vielleicht lag es auch daran, dass es schon das zweite von Kristin Cashore ist und ich mich an die Welt ein bisschen mehr gewöhnt habe. Aber es hat mir einfach super, super gut gefallen. Und ich muss sagen, ich freue mich definitiv, den dritten Teil zu kaufen und zu lesen. Und wenn ihr noch überlegt, ob ihr die Trilogie lesen sollt, dann tut es. Weil ich war am Anfang auch im Überlegen. Ich habe nämlich damals bei Mona von Peach Galore, also Mona Kasten, habe ich gesehen, dass sie diese Bücher gelesen hat und total toll fand.
Und ich habe mir dann den Klappentext durchgelesen und habe mir so gedacht, ist das was für dich? Ich weiß nicht. Weil der Klappentext gibt einfach nicht so viel her. Das muss man dazu sagen. Er gibt nicht so viel her, wie in dem Buch ist, beziehungsweise er gibt kaum was davon her, was in dem Buch ist. Nur so ganz grob und ja, deswegen überraschen einen diese Bücher auch immer, weil einem wird so viel mehr geboten. Auch die Nebencharaktere fand ich hier wieder ultra cool. Es sind nicht nur die Hauptcharaktere, die einem gefallen, sondern auch die Nebencharaktere. Und ich finde, was ich auch klasse finde, ist, dass Kristen Cashore irgendwie immer, sag ich jetzt mal, eine Überraschung für ihre Leser parat hat, weil es passieren einfach manchmal Dinge, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, und dann sitzt man da mit dem Buch und denkt sich so, was? Das kann doch nicht sein. Und ja, das finde ich einfach sowas von krass und sowas mag ich total, und da freue ich mich dann immer wieder, noch mehr Bücher zu lesen, weil solche Bücher sind die Bücher, die mir so eine Lust aufs Lesen machen. Und ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Wenn ihr das Buch kennt, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Buch so findet und ob ihr den dritten kennt oder irgendwas, ist mir eigentlich egal. Also, ne? Natürlich freue ich mich über einen Kommentar, ist mir nicht egal. Und wenn ihr die Reihe noch nicht kennt, dann solltet ihr sie lesen. Vor allem auch, wenn ihr, so wie ich, Anfänger im High-Fantasy-Bereich seid. Denn mit diesen Büchern kommt man da sehr, sehr gut rein. Mir gefällt es sehr gut. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!